Preis geht an Ellen Gronemeyer, eine junge Künstlerin, die ich aus Hamburg kenne, die zwischenzeitlich in London aktiv war und deren Werk ich schätze. Ich habe mich für Ellen entschieden, weil ich denke, dass ihr Werk individuell und sperrig genug ist und nicht zeitgeistig, um auch zu bestehen. Weil sie auch so eine Art von Sprache, also die sich in so einer Sprache formuliert, die jetzt mit dem, was so, jetzt sag ich mal, einer der dominanten Stile zurzeit ist, nichts zu tun hat. Es ist eher ein relativ schwer lesbarer Zugang zu so einem expressionistischen, gestischen und auch etwas seltsamen Vokabular, wo auch so mit dem Risiko, etwas Groteskes zu machen oder etwas Lächerliches zu machen, zusammen mit etwas, was sehr, sehr intelligent ist und sehr mit Malerei Substanz zu tun hat, unternommen wird. Liebe Ellen, ich wünsche dir alles Gute. Viel Spaß mit dem Preis.